Yoho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil. Begleitet mich heute wieder auf eine neue Reise quer durch Deutschland, wenn wir uns die neuesten Sagen und Legenden anschauen hier auf meinem Kanal. Heute geht die Reise in eine große Stadt hier in Deutschland, eine große bekannte Stadt. Nein, es ist nicht Bonn und auch nicht Berlin. Wir gehen heute nach Köln und wollen uns mal ganz genau anschauen, was es denn so mit der Sage des Teufels aus Köln zu tun hat. Der Ursprung der Sage geht weit zurück bis ins 16. Jahrhundert. Somit ist diese Sage schon mehrere Jahrhunderte alt. Anfangs wurde sie nur mündlich überliefert, später wurde sie dann auch verschriftlicht und verschriftlich weiterverbreitet. Und aktuell existieren mehrere Versionen von ihr. Es gibt allerdings bekannte Versionen, wenige bekannte Versionen. Wir werden uns heute speziell mal um die bekannteste Version, die es um diese Sage gibt, kümmern und thematisieren. Und nochmal als kleiner Tipp am Rande. Wie immer findet ihr alle Quellen, die ich für dieses Video genutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Die bekannteste Version der Sage geht zurück bis ins Jahr 1590, wo ein Pfarrer namens Hermann von Weinsberg die Sage aufgeschrieben und veröffentlicht hat. Im Geschichtswerk, das Hermann von Weinsberg veröffentlicht hat, beschreibt er den Teufel als Edelmann, der in die Stadt Köln gekommen ist, um die dortigen Bewohner vor Aufgaben und Rätsel zu stellen. Die sind meistens sehr verwirrend gestellt. Und da fragt man sich dann direkt, was passiert eigentlich mit Bürgern, die diese Aufgaben und Rätsel nicht lösen können? Nun, denen droht, im wahrsten Sinne des Wortes, der Verlust ihrer Seele. Er beschreibt in seinem geschichtlichen Werk den Teufel als manipulativen, trickreichen Charakter, der die Menschen bewusst dazu bringen will, ihm ihre Seele zu verkaufen. Deshalb nutzt er alle möglichen Tipps, Tricks und Kniffe, um die Rätsel dementsprechend verwirrend zu stellen, dass die Leute sie eigentlich unmöglich lösen können. In der Sage von Hermann von Weinsberg wird der Teufel als große, dürre, düstere Gestalt geschrieben, die meist dunkle Kleidung trägt, dunkle Hemden, einen dunklen Umhang, einen dunklen Mantel, einen großen, schwarzen, breiten Zylinder, einen dichten Bart und lange, schwarze Haare. Doch seine Augen sollen leuchtend sein, so hell leuchtend wie die Sterne. Von Weinsberg beschreibt in seiner Sage, dass der Teufel die Kölner Bürger vor drei Aufgaben stellt. In der ersten Aufgabe müssen sie erraten, wie viele Haare der Teufel in seinem Bart trägt. In der zweiten Aufgabe müssen die Kölner Bürger den Teufel tragen, ohne ihn zu berühren. Und in der dritten Aufgabe müssen sie den Teufel aus einem schier endlosen Loch ziehen. In jeder Aufgabe, die der Teufel stellt, gibt es immer einen Haken. Er versucht, die Menschen bewusst in die Irre zu führen und nur wenige Bürger schaffen es, den Teufel zu überlisten und ihm zu entkommen. Jedoch gibt es auch in dieser Sage einen sogenannten Anti-Helden, der es schafft, den Teufel im Endeffekt zu besiegen, ihn zu überlisten und dem Teufel zu entkommen, um seine Seele zu behalten. Kennt ihr da draußen auch noch Sagen, Legenden aus Deutschland? Wenn ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich versuche darüber dann ein Video zu drehen und euch alle Informationen zusammenzustellen, was wir zu dieser Sage oder zu dieser Legende eben haben. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Captain Phil.